Unsere Bio-Entdecker-Kinder Ronja und Matthäus sind heute am Biohof von Stefan Schweighofer in Stanz im Mürztal unterwegs und gehen der Frage nach, was artgerechte Tierhaltung eigentlich für Biobauern bedeutet oder knallhart nachgefragt. Was bedeutet eigentlich Bio auf diesem Hof? Für mich ist einmal wichtig, dass die Tiere alle im Verband leben und dass man nicht alles niedermacht, sondern mal ein paar Sachen steil lässt, so wie die Brennnesseln, wo man was halt kleine Biotope sind, was nicht nur nützlich für unsere Wildtiere sind, sondern auch für unsere Haustiere. Wie viel Zeit sind deine Tiere eigentlich draußen? Also unsere Tiere gehen sowieso raus, wenn sie wollen. Die Rinder haben immer einen offenen Stall, wo sie rausgehen dürfen, wie es ihnen passt. Die Schafe sind sowieso ganzjährig draußen auf der Freifläche. Also die dürfen immer raus. Und die Hühner, sie sind zwar im Winter am liebsten im Stall, wenn viel Schnee liegt, aber sie gehen dann trotzdem raus, eine kleine Runde dran. Welche Tiere hast du eigentlich hier am Biobauernhof? Wir haben da bei uns am Biohof haben wir Hühner, wir haben Schafe und Kühe. Während der Sommermonate leben die Jungrinder mit den Muttertieren gemeinsam im Almengebiet der Hohen Veitsch. Dort fressen sie saftige Wiesen und Almkräuter und haben ausreichend Bewegung. Alle 2 Jahre wird Getreide auf den Ackerflächen angebaut, das den Rindern als Kraftnahrung dient. Am Biohof werden die Tiere ausschließlich mit Biofutter versorgt. Das meiste ist hofeigenes Futter und damit regional hergestellt. Was bedeutet Bio die Haltung für Hühner, Rinder und Schafe? Am Biohof schaut so aus, dass unsere Tiere alle im Mutterverband leben. Das heißt, die Kälbchen bleiben eigentlich bei der Mutter, bis sie von der Mutter selbst eigentlich abgesetzt werden. Das heißt, dass sie von der Mama keine Milch mehr kriegen. Und ebenso machen wir das bei den Schafen auch, mit den Lämmern. Und bei den Hühnern ist es halt, sie leben alle in einer großen Schar. Und da kommen die Jungtiere halt dazu und die lernen halt nachher für die älteren Tiere, wie sie sich da raus zum Verhalten haben, wo sie das Futter suchen müssen. Das Tierwohl steht hier im Mittelpunkt und jeder von uns kann dazu beitragen, wenn er bewusst beim Einkaufen zu Bioprodukten greift. Übrigens, biologische Lebensmittel werden nach genau definierten Richtlinien hergestellt und klar gekennzeichnet. Jedes verpackte Bioprodukt trägt das EU-Bio-Logo. Ein Blatt aus 12 Sternen auf meist grünem Grund. Ergänzend gibt ein Code Auskunft darüber, von welcher Kontrollstelle der Betrieb geprüft wurde. Der Herkunftshinweis ist unmittelbar unter dem Kontrollstellencode zu finden.